Es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde der Community-Projekte. Das letzte Video ist schon etwas länger her. Und dann dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit, sich zusammenzusuchen, was so in der Community los war in den letzten Wochen im Bereich TSW, in der Modding-Szene, um euch zu zeigen, was ist so der aktuelle Stand von den ein oder anderen Projekten, die aktuell im Bau sind. Und wir blicken direkt mal auf den Kölner Hauptbahnhof, wie unschwer zu erkennen. Es geht nämlich hier um die Strecke Köln-Düsseldorf von meinem guten Freund, dem Fauli. Und er hat sich jetzt hier erstmalig mal versucht, an diese anderen Displays vom Fahrgastinformationssystem, also nicht die, die Vanilla in-game drin sind, sondern diese neueren, ich glaube, das sind LCD-Displays, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sieht das schon sehr, sehr schön aus. Er ist gerade dabei, das zu bauen, hat die Bilder in einem öffentlichen Discord-Server mit eingebaut, mit reingeschickt. Und da schauen wir mal, wie das dann am Ende wirklich wird, ob das tatsächlich klappt oder nicht. Ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr hübsch aus. Das 3D-Modell hat er auf jeden Fall dafür jetzt schon gebaut. Und da würde ich sagen, gucken wir uns noch einen anderen Screenshot an. So sieht das Ganze hier dann aus. Ja, schon schön, ne? Also hier ist dann der nächste Zug und das sind dann die darauffolgenden Züge. Wagenreihung ist da auch mit angebracht. Und ja, es sieht wirklich toll aus, die beiden Bilder, wenn man sich das mal anguckt. Da muss ich sagen, mal wieder Hut ab dem Foley gegenüber. Da bin ich natürlich nach wie vor weiterhin sehr gespannt. Ansonsten generell zur Strecke Köln-Düsseldorf gibt es jetzt keine großen Neuigkeiten. Er hat nun mal wieder ein paar Screenshots gepostet zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln Messe Deutz. Hier mit dem ICE ist er hier lang gefahren. Ups, entschuldigt. Mit dem ICE hier mal lang gefahren, entlang dieses Streckenabschnitts. Wir sehen auch hier wirklich die Ausgestaltung der Strecke links und rechts. Das nimmt langsam wirklich echt schön Form an. Hier die Hohenzollernbrücke, ganz klar. Vermutlich übernommen das Asset. Das gibt es ja nämlich schon bereits im TSW. Dahinter der Kölner Hauptbahnhof, auch der ist dann als Asset in diesem Sinne übernommen worden vom Originalen und halt eben auf seine Strecke mit eingebaut. Hier wundervoll der DZero HC in seinem aktuellen Zustand und ja auch ganz viele andere Fahrzeuge, die auch noch hier abgestellt sind. Ja, Dieseltriebwagen, Elektrotriebwagen, Loks, DZero HCs, Intercities und so weiter und so fort. Und hier auch nochmal ein ICE. Und hier auch nochmal den DZero HC in Action. Mit dem ICE1 auch noch. Also das sieht wirklich sehr toll aus. Das ist so der aktuelle Stand. Das ist das Köln-Hansaring. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es sieht wirklich toll aus. Hut ab an dieser Stelle. Und weiterhin sind die Daumen gedrückt. Und ja, ne, mehr lässt sich darüber jetzt gerade auch nicht mehr sagen. Wenn es Neuigkeiten gibt, ihr werdet das von mir gerne erfahren. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns eine Strecke an, die wir uns schon länger nicht mehr angeguckt haben. Und zwar die von meinem guten Freund, dem FCE Schmidt. Und zwar seine Strecke in und um Husum herum. Husum, Tönning, Bad St. Peter-Ording. Und da hat er jetzt mal eine Führerstandsmitfahrt gemacht. Und es geht in dieser Mitfahrt um Request-Stops, also um Bedarfshalte. Und in dem Video spricht er auch tatsächlich ein kleines bisschen. Und ich würde sagen, stell das mal ein bisschen auf niedrig, die Lautstärke, und wir gucken uns das Video mal zusammen an. Und ich werde da ein bisschen drüber herquatschen. Welcome to the Sony Ja, Video. ich mache das hier mal ein bisschen leiser. Er begrüßt jetzt hier die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und es geht eben darum, dass wir uns heute hier zusammen angucken, wie Bedarfshalter aussehen. Was ich an dieser Stelle ganz interessant finde, seht ihr hier dieses Fahrgastinformationssystem, wie auch der VD hat auch er tatsächlich hier ein neues Asset gebaut. Denn diese kleinen Fahrgastinformationssystems Balken, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben wir bisher nicht im Ingame. Die hat er also auch gebaut. Und von daher nettes kleines Detail, wirklich sehr schön, gerade für diese kleineren Regionalhalte, Haltepunkte. Ja. Ja, schauen wir mal. Also wir sind jetzt gerade hier in Tönning und es geht in Richtung Hableg. Das sind ungefähr so 6 Kilometer. Er fährt jetzt hier an. Das Bahnhofsgebäude auf der rechten Seite ist noch nicht ganz fertig. Und ja, genau, hier links und rechts, die Szenerie sieht schon sehr hübsch aus auf jeden Fall. Hier geht es dann nach rechts lang.
Wir gucken uns nicht das ganze Video an, aber einen kleinen Teil können wir uns auf jeden Fall mal davon zusammen angucken. Das sieht schon wirklich toll aus. Da links so ein kleiner Weiher oder ist das sogar ein Fluss? Ja, BZB ist auch an. Ein paar Einwohnergebäude. Das Gebäude da rechts ist da ist so eine Art Land, Land, wie nennt man das? Landverleih? Land? Naja. Auf der rechten Seite ist, glaube ich, ein Friedhof. Und jetzt geht es erstmal durch eine etwas bewaldetere Gegend. Also schön, wie man sieht, dass man einfach hier auf einer neuen Strecke langfährt, die wir so bisher nicht kennen im TSW. Das ist herrlich. Also wirklich auch faszinierend mit anzusehen, mit was für einer Geschwindigkeit gearbeitet wird. Die B202 war gerade diese Brücke, an der wir vorbeigefahren sind, eine Landstraße. Und das Interessante ist hier rechts und links, das sind ja nur so Felder. Und es ist recht schwer, die spannend auszugestalten, weil es halt eben einfach sehr flach ist. Aber das Interessante ist, wir haben hier links und rechts von den Feldern diese Entwässerungsgraben. Ja, die seht ihr da, da wo es etwas bewachsen ist, das sind tatsächlich Entwässerungsgräben. Da kann man es ganz gut sehen jetzt auf der linken Seite. Ja, und da wächst natürlich dann ein bisschen mehr drumherum, weil da halt eben durchgehend Wasser ist. So, wir gehen mal ein bisschen, springen mal ein bisschen nach vorne. Ja, also norddeutsches Flachland, ganz klar. Tatsächlich sieht man sehr, sehr viele von diesen Entwässerungsgräben, auch durchaus kleinere, alle 10 bis 20 Meter. Also nicht nur diesen großen hier rechts und links, sondern auch entlang der oder in den Feldern. So, hier im Bahnübergang. Hier noch ein Feld auf der rechten Seite. Ja, schön. Also auf jeden Fall sehr idyllisch. Es ist nicht viel los, aber es ist halt eben auch eine kleine Nebenbahn. So, wir sind jetzt nah dran am Bedarfshalt. Ungefähr 500 Meter vor dem Halt ist ein Marker. Sodass man ungefähr 500 Meter vorher weiß, ob man halten muss oder nicht. So, das ist nämlich hier jetzt der Fall. Und jetzt steht dort, dass man halten soll. Also ich glaube, das passiert zufällig. Und dann ist man hier in Hableg, weil man hier halten muss, weil halt eben der Bedarfshalt in diesem Fall dann eben, ja, genutzt wird. Bisher noch keine Passagiere, so weit ist er noch nicht, aber ja. Ja, und so sieht das Ganze bisher aus. Auch wirklich hier diese Stelle hier sehr schön ausgestaltet. Hier sehen wir wieder dieses Fahrgastinformationssystem, das neu ist. Ich sehe sehr viel Vegetation von der Niddertalbahn, also wirklich sehr hübsch. Sonst gibt es, glaube ich, von der Strecke nee, nichts mehr zu sehen. Dann gehen wir einmal hier zu zur Strecke meines guten Freundes, dem Robert Schulz, und zwar die Oberwesterwaldbahn, die ja auch Work in Progress ist. Und auch er hat diesmal ein Video gemacht, das er selbst ein bisschen mitkommentiert hat. Und auch das gucken wir uns mal ein bisschen an. Und schauen mal, was er so zu erzählen hat und wie es aktuell aussieht. Hier dieses Gebäude, was ihr hier vorne sehen könnt, das ist der Dom in Limburg. Das Asset ist nicht 1 zu 1, das dem Original entsprechend. Na, das Original sieht ungefähr so aus.
Aber es ist, glaube ich, schon nah dran. Wir gucken uns das gleich im Detail an. Welcome to this week's update video for my project, the Ja. Oberbauarbeiten. Na? And this week I thought about turning the mic on and give a little bit and without wasting any time. Ja, Brücke hier über den LAN. Und wir gucken uns mal an. Genau, die alte LAN-Brücke, auf der wir uns gerade hier befinden, rechts und links. Und das ist der LAN. So. Ja, so sieht das Ganze von oben aus. Die größte Stadt auf der Strecke. Und das dauert halt einfach sehr lange, sehr viel Arbeit, die da hineinfließt. Er glaubt, dass er ungefähr 1000 bis 1500 Häuser hier platziert hat auf der Strecke, was schon unfassbar viel ist, alles händisch platziert. So, das hier ist der Dom. Genau. Ja, also da erklärt er halt eben auch, dass es jetzt nicht 1 zu 1 perfekt passend, aber nah genug, würde ich behaupten. Hier oben auf diesem kleinen Hügel da drauf. Hier so, so ein bisschen so der historische Kern der Stadt. Hier mit den Fachwerkhäusern. Das sieht sehr hübsch aus. Okay, das ist hier der Bahnhof. Und er möchte das hier noch alles ein bisschen besser ausmodellieren. Das möchte er tatsächlich selbst bauen, das Asset, das eigentlich hier müsste. Hier beginnt die Hauptstrecke. Gehen wir ein bisschen weiter. Also wer sich das on Detail angucken möchte, der kann da selbstverständlich in den Thread mal reingucken oder gerne hier auch mal bei YouTube bei ihm vorbeischauen, ihm auch mal da einen netten Kommentar hinterlassen. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Industrie an entlang der Gleise. Das ist das Industriegebiet aktuell mit den ganzen Gebäuden. Natürlich hier die Assets und die Texturen und so auf dem Boden, die bleiben nicht so, ne? Also gar keine Frage. Aber es sieht auf jeden Fall schon ganz passend aus. So. Da hinten ist Staffel. Ja, ne, also obwohl Staffel so weit weg ist und man da eigentlich gar nicht so nah dran vorbeifährt, hat er trotzdem ganz, ganz viele Häuser da eben platziert. Einfach weil man das Ganze sieht, weil Staffel hier so ein bisschen erhöht ist und man halt eben so den Berg hinauf das Ganze sehen kann. Ja, also ne, das ist Dietz aktuell. Das ist der westliche Teil von Limburg. Limburg an der Lahn. Da fehlt noch ein bisschen was, aber ja, das sieht schon trotzdem sehr gut aus. Das ist ja jetzt wirklich nur Szenerie, ne? Also die Assets, die noch direkt rechts und links von den Gleisen kommen müssen, ne, diese kleinen Details, das kommt ja noch alles. Das ist ja jetzt praktisch so diese grobe Szeneriearbeit, wenn man so möchte. Die Details, die kommen ja noch alle. Ja, ne? Ja, also ne, man sieht diese ganzen Häuser wirklich bis ganz weit am Horizont. Und der wirkt einfach die Map sehr, sehr weit. So, noch etwas. Ja, hier ist eine Autobahn.
noch eine Brücke, die er gerade baut. Ja, ne, also das kann man sich dann alles on the time mal ein bisschen angucken, wenn man das möchte, wen das interessiert. Sehr, sehr schön. Ja, ne, also insgesamt, es sieht wirklich schon sehr toll aus. Also vielen, vielen Dank an den Robert Schulz und weiterhin da viel Erfolg weiterhin beim Bauen. Ja, so sieht das Ganze dann hier aus, der Bahnhof. Ihr habt es gerade eben rechts gesehen, dieses Industrielle dort. Da hat er gesagt, dieses Gebäude möchte er tatsächlich dann jetzt auch selbst bauen, dass das Ganze auch irgendwie passend ist. Wir haben hier vorhin, glaube ich, diesen Kreisverkehr gesehen, der müsste hier so an dem rechten Bildrand sein. Das hat er schon, aber diese ganzen Details mit irgendwelchen Lampen und Bäumchen und die Bushaltestelle und Parkplätze und Autos und Ampeln und so weiter und so fort. Das kommt ja alles noch, ne? Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hier die Lahntalbrücke. Die Schnellfahrstrecke. Das Bahnhofsgebäude von Limburg Süd. Ja, ne? Aber das sind halt natürlich alles nur Fotos jetzt aus der Realität und nicht aus dem Editor, wie das Ganze dann aussieht. Also hier erzählt auch wirklich viel über seine Strecke. Und hier noch ein zweites Video. Hier kann man mal über den, hier zeigt er den Schnellfahrstreckenteil, der Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt. Und da gibt es halt eben diesen kleinen Teil, der eben an Limburg an der Lahn vorbeizischt, beziehungsweise einige Züge halten da ja auch. Und das sieht halt aktuell so aus. Hier ohne Kommentierung an dieser Stelle. So, jetzt steigt er da ein. Genau, also ne, das ist halt dieser Bereich. Und da links ist dann eben Limburg, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das müsste die Brücke sein, die wir ganz zum Schluss bei dem anderen Video gesehen haben. Genau. Also hier fährt man, denke ich mal, normalerweise etwas schneller dann entlang in der Realität. Ob hier dann wirklich KI-Verkehr sein wird, sei jetzt mal dahingestellt. Ne, das ist ja nur für die KI, das ist ja nur Szenerie. Die Strecke baut ja nicht die Schnellfahrstrecke. Und die Frage ist, ob da nicht trotzdem tatsächlich vielleicht noch irgendwie Züge ab und an mal zu sehen sind, so ICEs. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das kommen könnte. Hier die Brücke jetzt mit dem Limburger Tunnel. Hier der Tunnelabschnitt. Da fehlt jetzt natürlich die Oberleitung und alles drum und dran, aber da wollen wir jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Bin mir nicht ganz sicher, ob dann auch die Haltestelle der ICE halt Limburg an der Lahn dann auch jetzt, ob der das auch mit einbaut oder nicht. Das hat er vielleicht im anderen Video erwähnt. Das ist die A3 hier auf der linken Seite. Ja, die Schnellfahrstrecke führt ja neben der Autobahn entlang. Und die Frage ist, ja gut, wo jetzt genau hier der Bahnhof wäre, weiß ich jetzt nicht, aber okay. Ja, also vielleicht könnte man das tatsächlich so machen, dass hier irgendwie ein Portal ist und auf der anderen Seite ist ein Portal und man könnte dann tatsächlich KI-Züge hier lang schicken, dass die einfach nur immer mal wieder als Szenerie hier hoch und runter fahren. Wäre also auf jeden Fall interessant, mal sehen, was er hier sagt. Genau, also ne, die Gleise liegen schon, aber er weiß noch nicht ganz zu 100%, wie das Ganze implementiert sein wird. Er hofft tatsächlich, dass er die ICEs durch Portale schicken kann. Vielleicht sogar einen kleinen Mini-Fahrplan dafür machen kann. Ja, genau. Ah, okay. Da, wo er gestartet ist in dem Video, dort ist die Station Limburg Süd. Ja. Okay. Ja.
Also auf jeden Fall interessant. Hier das Ganze auf der Karte nochmal. Da Limburg. Limburg Süd. Der Schnellfahrstrecken halt und eben nicht der Limburg Hauptbahnhof, den wir gesehen haben. Ne? Also wie gesagt, das hier, bevor ihr das denkt, das ist nicht die Strecke, die er baut. Das ist nicht die Strecke, die er baut. Okay, dann haben wir hier vom MKRE 6051 ein kleines Update in diesem Sinne. Er ist halt nach wie vor dabei, oder er oder sie, da bin ich ganz sicher, ist nach wie vor dabei, einen Fahrplan für Dresden-Riesa zu bauen, der wirklich unfassbar ausführlich sein wird. Das merkt man schon anhand der ganzen Screenshots und er erzählt auch sehr, sehr viel darüber. Ja, ne, also so viel mehr gibt es da nicht zu sagen, außer das ist nach wie vor Work in Progress, das passiert und da können wir uns drauf freuen. Dann gehen wir mal weiter, gucken uns nochmal die Strecke Wels-Grünau im Almtal an, die Almtalbahn von Freddy the Shepherd. Und da, die Bilder haben wir uns, glaube ich, schon angeguckt, genau. Hier erzählt er so ein bisschen, wie er tatsächlich manuell erstmal Fahrpläne für die Züge erstellt hat, wo dann welcher Zug um wie viel Uhr sein muss, also auch sehr kompliziert. Hätte man auch vielleicht mit Excel machen können, aber gut, das muss er ja selbst wissen, wie er es macht. Und hier nochmal ein paar Bilder, aktuelle, die den aktuellen Stand in Wels zeigen. Und das sieht schon ordentlich aus, wenn man das hier mal so sich anguckt, ne? Also hier kann man echt nicht meckern. Ordentlich Szenerie, sehr dicht bewaldet. Die Straßen liegen da schon. Und auch das sieht wirklich toll aus. Also das hat er, glaube ich, dann vermutlich komplett selbst gebaut hier, diese Überführung. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier gibt es noch ein paar mehr. Ein paar mehr Bilder. Hier, das hat er tatsächlich auch selbst gebaut. Dieses Gebäude. Und das ist auch ganz interessant. I've also discovered a car loader in the Vorarlberg Scenery Content. Interesting, was DTG wanted to do with that. Okay, also hier, warum auch immer, irgendwie szenerietechnisch in der Vorarlbergbahn ist auch hier dieses Objekt mit dabei und das hat er irgendwie auch anscheinend mit eingebaut. Und hier nochmal ein paar weitere Bilder, die ebenfalls jetzt den aktuellsten Stand, glaube ich, widerspiegeln. Und da, guckt euch das mal an, ne? Das hier ist auch Wels. Und das sieht toll aus. Ich weiß nicht, was dieses Grün und dieses Blaue da vorne ist. Könnte vielleicht irgendein Fahrzeug sein, an dem er vielleicht sogar sitzt. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall wirklich, wirklich toll aus. Und hier können wir mal einen Zug vorbeifahren sehen. Ja, ne? Und man sieht mit jedem Screenshot, den er postet, mit der Zeit, die voranschreitet, umso besser sieht das aus. Also das ist wirklich schon top ausgestaltet. Das hier wirklich kann man absolut nicht meckern. Das ist toll. Also weiterhin viel Erfolg mit dieser österreichischen Strecke. Sehr schön. Ansonsten, als allerletztes hier, hier ist auch noch ein User, der seine Absichten erklärt hat, dass er für Koblenz-Mainz einen neuen Fahrplan bauen möchte, nämlich basierend auf das Jahr 2024, also mit modernem Rollmaterial, mit dem, was hier mit der 425, mit der 642, 143, 612er, 425, 628, 101er, 193 Intercity ICEs, ja, ne, also alles Mögliche. So viel dazu. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, ja, hier bei dem aktuellen Update der Community-Projekte. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Schreibt wie immer sehr gerne in die Kommentare, was ihr da so, ja, was ihr so am interessantesten findet, welche Projekte ihr am tollsten findet. Hinterlasst den Modderinnen und Moddern gerne auch nette Kommentare. Die werden sich auch definitiv freuen. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz hoffentlich sehr bald auch wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.